Erinnern Sie sich denn noch, wann Sie die ersten Fragen gestellt haben und welche das waren? Das ist immer das, was man selbst für die früheste Erinnerung hält. Und natürlich, wenn man heute in so großem zeitlichen Abstand darüber redet, besteht die Gefahr, dass man die Erinnerung verändert, vielleicht sogar auflädt oder irgendwas. Ich erinnere mich an einen Wandertag, das ist rechnerisch noch Grundschulzeit gewesen, also dritte oder vierte Schulklasse. Und Wandertag in Thüringen ist nie ein Problem gewesen, wenn man diese Bezeichnung wörtlich nahm. Das heißt, im Prinzip musste man ja nur wenige Minuten laufen und konnte wandern, weil eben immer irgendwo Wald war oder Gegend jedenfalls zu marschieren. Und wir waren als Klasse unterwegs, aber das war dann schon nicht mehr meine geliebte Grundschullehrerin, sondern das war die andere sozusagen. Ich hatte zu Hause beigebracht bekommen, dass man bestimmte Dinge nicht tut. Sie sind nicht in dem Sinne verboten, sondern es gibt sehr gute Gründe, sie zu unterlassen. In unserer Familie galt, muss ich das sagen, ein freundlicher Umgang mit Natur als etwas völlig Normales. Wir haben das sehr früh gelernt, welche Pflanzen unter Naturschutz stehen, wie man Tiere beobachtet, womit man es zu tun hat und sowas. Also von diesem Wissen, was mir da vermittelt worden ist, lebe ich noch heute. Wir waren also unterwegs als Klasse im Wald und ein oder zwei oder drei Mitschüler meinten, Blumen abpflücken zu müssen, von denen ich genau wusste, es ist verboten, es ist Naturschutz. Und ich bin also zu meiner Lehrerin gegangen und gesagt, nicht abpflücken, sie sind so selten. Da führte kein Weg rein. Meine Lehrerin konnte sich nicht zu einem Verbot oder jedenfalls zu einer ermahnenden Rede durchringen. Das erhärtete meinen Verdacht, dass nicht alle Schüler gleich behandelt werden, denn die Schülerinnen oder Schüler, die ich meine, kamen aus Funktionärselternhäusern. Ich wohnte in einem Stadtteil von Erfurt, in dem eben auch die politische Führungsschicht des Bezirks ihre Häuser hatte oder in Wohnungen wohnte, mit denen ich dann eben auf die Schulbank drückte, mit den Kindern. Das setzte dann eben aus. An der Stelle wurde eben nicht ermahnt und die konnten eben. Und in so einem Alter, jedenfalls damals, ist mein Gerechtigkeitsgefühl vielleicht noch ausgeprägter, jedenfalls direkter gewesen, als es das heute ist. Am Ende, unter uns gesagt, bin ich abgehauen. Das heißt, ich habe unerlaubterweise den Wandertag verlassen und den Wald kannte ich sowieso. Also das war mein zweites Wohnzimmer. Es war also ganz unproblematisch, schlichtweg nach Hause zu gehen und zu sagen, ich finde das sowas von schrecklich und sowas von ungerecht. Da keimt das auf. Das hat politische Motivationen. Es sind nicht alle gleich. Das ist etwas, woran ich mich erinnere. Das muss eine der sehr frühen Erinnerungen sein. Haben Sie damals auch Ärger gekriegt? Nur weil ich mich unerlaubt von einer Schulveranstaltung entfernt hatte. Das weiß ich natürlich schon seit langer Zeit, dass ich nicht als Lehrer mit einer Schulklasse im Wald unterwegs sein möchte und dann fehlt mir ein Schüler. Um Gottes Willen, die hat vermutlich Ängste ausgestanden, die sie kein zweites Mal erleben möchte. Das verstehe ich total. Sie haben dann später in der Schule auch im Fach Staatsbürgerkunde so Ihre Fragen gestellt und die Lehrer schon auch zu Antworten bewegen wollen. Haben Sie das auch geschafft? In der DDR ist ja Unterricht ganz grundsätzlich politisch gewesen. Jedes Schulfach ist ein politisches Schulfach gewesen. Man konnte dem ja nicht ausweichen, völlig egal, ob man Deutsch hatte oder Englisch oder Mathe oder eben Staatsbürgerkunde und Geschichte. Dadurch, dass alle Fächer politisch geprägt gewesen sind, haben sie immer alle ein Potenzial gehabt, dass man kalte Füße kriegte als Schüler. Und auch das Konfliktpotenzial mit dem Lehrer ist vorhanden gewesen, denn es war ja fast egal, was der Lehrer unterrichtete. Ich hatte in Zeichnen, sozusagen in Kunst, Malen, hatte ich einen Lehrer, der war der Parteisekretär unserer Schule. Ein relativ alter Lehrer, der ungemein fanatisch war und die Dinge sehr genau nahm. Und mit dem gerieten wir natürlich automatisch in Konflikt.
wenn wir mit langen Haaren oder mit Jeans zum Unterricht kamen. Und es gab fürchterlichen Stress, obwohl sein Fach eigentlich ein unpolitisches Fach ist. Wir sollten lernen, Bäume zu malen. Aber er hat dann eben wirklich eine Prinzipienfrage draus gemacht und hat sich mit uns darüber in die Haare gekriegt. In den Fächern, wo es angezeigt war, eben Geschichte und Staatsbürgerkunde. Ich bin sowohl in Geschichte als auch in Staatsbürgerkunde über lange Zeit unterrichtet worden von der Frau, der Ehefrau eines der höchsten Funktionäre des Bezirkes Erfurt. Ihr Mann war Bezirksratsvorsitzender. Das ist, wenn Sie so wollen, die politische Entsprechung hin zum Bezirkshäuptling der SED, eine ganz große Nummer im Bezirk. Sie ist natürlich von Natur aus eine extrem fanatische Parteigängerin der SED gewesen. Da war auch kein Millimeter möglich, dass man so sagt, komm, wir reden mal darüber oder so. Und da habe ich mir manch böses Wort eingehandelt. Denn das ist die Zeit gewesen, in der man die Fragen stellte und in der man auch angefangen hat, sich zu beschäftigen. Ich habe unter uns gesagt kaum eine Direktübertragung aus dem Deutschen Bundestag verpasst. Ich habe das alles gesehen und wusste folglich, wie das geht, wenn man offen politisch miteinander redet. Und plötzlich dann mit dieser Vorstellung, offen miteinander politisch reden zu können, wie das klingt, mit dieser Vorstellung im Staatsbürgerkundeunterricht aufzutauchen, war natürlich völlig falsch. Und dann kriegte ich um die Ohren gehauen, was das für schreckliche Imperialisten sind in dieser BRD und ausgerechnet dieser Willy Brandt und diese ganzen, da versteht man alles gar nicht, und Kriegstreiber und Revanchisten und sowas, was natürlich eine, soll ich das sagen, eine dann nicht, es bleibt nicht ohne Wirkung. Und ich gebe auch gerne zu, dass die Diskussion um Krieg und Frieden und so weiter für uns durchaus eine Rolle gespielt hat. Aber da führte eben dem Unterricht keinen Weg daran vorbei, dass genau die parteioffizielle Meinung eben auch des Unterrichtsgeschehens bestimmte.